ist schwanger, sie erwartet ein Kind, es ist der Johannes, der von ihr zur Welt gebracht werden soll, Johannes der Täufer. Der Name Johannes heißt, Gott ist gnädig. Und dass diese Frau, die Elisabeth, noch schwanger geworden ist, das verdankt sie Gott. Schließlich war sie und ebenso Zacharias schon im fortgeschrittenen Alter. Die schwangere Frau bekommt einen Verwandtenbesuch, einen erfreulichen Verwandtenbesuch. Und nicht nur sie freut sich, ja, es scheint, dass dieser Johannes wahrnimmt, jetzt haben wir ganz hohen Besuch. Und es heißt, dass Elisabeth das Kind praktisch hüpfend in sich verspürt hat. Die Gnade hüpft vor Freude. Und tatsächlich auch der Besuch, ein erfreulicher Besuch, und Verwandtenbesuche sind nicht immer so erbaulich wie diese Begegnung hier. Auch Maria erlebt, da geht es um etwas Großes. Sie selbst darf Jesus in ihrem Leib groß werden lassen und ihn zur Welt bringen, dass wir ja bald feiern. Wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, dann ist das für beide etwas ganz Besonderes. Ja, und wir sehen es auch für deren Kinder. Es müssen sich die richtigen Leute treffen. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, alles Leben ist Begegnung. Und wir alle sind hier am Leben, weil es zur Begegnung gekommen ist. Die Eltern sind einander begegnet. Wir sind Gott begegnet und deshalb sind wir Christinnen und Christen geworden. Wir begegnen einander und feiern als kirchliche Gemeinschaft. Der Auferstandene nämlich ist uns begegnet und lebt in uns. Alles Leben ist Begegnung und es gibt kein Leben ohne Begegnung. Und vor allem, ich spreche von einem Leben, wie Gott es meint. Bedenken wir, dass Jesus manche daseinende Menschen als tot bezeichnet und rät, lass doch die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Also Jesus hat da eine Vorstellung von Lebendigkeit, von Leben, wie wir es vermutlich erst kennenlernen müssen. Es lohnt sich. Menschen, die Christus begegnet sind und Christus in sich Raum geben, dem Auferstandenen im Heiligen Geist Raum geben, solche Menschen bringen in ihren Begegnungen Gott zu dem Gegenüber, zum Anderen. Ich möchte zwei jüdische Frauen zu Wort kommen lassen. Immerhin wurden uns im Evangelium auch zwei Mütter vorgestellt. Ich möchte Simone Weil sprechen lassen. Die hat gelebt von 1909 bis 1943, ist verhungert während des Zweiten Weltkriegs. Eine Philosophin, die die Wahrheit gesucht hat. Die hätte sich mit Edith Stein sehr gut verstanden, die ebenso die Wahrheit gesucht hat. Edith Stein ist auch Opfer der NS-Zeit geworden. Und nun möchte ich mal die Simone Weil, eine Philosophin, zu Wort kommen lassen, die von einer bedeutenden Begegnung und Beziehung und Freundschaft gesprochen hat. Sie war als Jüdin mit einem katholischen Priester befreundet und dankt ihm einmal in einem Brief,
Dieser Brief ist uns überliefert und sie sagt, indem sie, also dieser Priester, indem sie durch ihre Liebe, derengleichen mir niemals begegnet war, sich meiner Freundschaft bemächtigten, haben sie mir die stärkste und reinste Quelle der Eingebung, in Klammer der Eingebungen durch Gott, erschlossen. Denn von allen Menschendingen vermag nichts mehr unseren Blick mit immer größerer Stärke unverwandt auf Gott gerichtet zu halten, als die Freundschaft mit den Freunden Gottes. Ein erstes. Die Freundschaft mit den Freunden Gottes, je tiefer und persönlicher sie ist, desto leichter werden die Quellen der Gotteserkenntnis in uns freigelegt. Es lohnt sich, Freundschaft zu pflegen. Und ich weiß nicht, wie sehr Sie da Erfahrung haben oder ob Sie eher das Menschsein halt als ein Nebeneinander kennen. Natürlich ist man mit jemandem verheiratet und hat Sportfreunde, Geschäftsfreunde, Geschäftspartner sogar und so weiter. Aber diese wirkliche Freundschaft, die das Herz ins Spiel bringt, die einen intimen inneren Austausch möglich macht, das ist etwas, was selten zu finden ist. Nun möchte ich die Wahrheitssucherin Edith Stein zu Wort kommen lassen. Die hat unter ihren Philosophenkollegen den Adolf Reinach kennengelernt, der im Jahre 1916 mit seiner Frau die Erwachsenentaufe in der evangelischen Kirche empfangen hat. Edith Stein begegnet diesem Christen und sagt, ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Zitat Ende. Wer einem Christen begegnen darf, ermöglicht dem anderen einen Blick in eine ganz neue Welt. Weil ja wir Christen schon in dieser neuen Welt leben oder diese neue Welt Gottes in uns lebt. Wir sollen uns nicht unterschätzen hinsichtlich der Bedeutung von Begegnungen. Tragischerweise ist Adolf Reinach ein Jahr später im Krieg gefallen, im Ersten Weltkrieg gefallen. Edith Stein hatte die Aufgabe, den philosophischen Nachlass dieses verstorbenen Gefallenen zu ordnen und ist zur Witwe Anne Reinach, zur Witwe des Verstorbenen gereist und fürchtete, das wird jetzt eine sehr schwere Begegnung. Doch diese Witwe, eine überzeugte Christin, seit einem Jahr getauft, trägt das Schicksal, trägt das Leid mit einer Kraft, die für Edith Stein völlig unbekannt war vorher. Und sie sagt, es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Die göttliche Kraft wird den Kreuzträgern mitgeteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes.
Für Edith Stein war das ein wesentlicher Umkehrschritt, ein Hinwendungsschritt zum Christentum. Eine leidende Frau trägt das Leid mit göttlicher Kraft. Und das war für Edith Stein eine Lebenswende. Und ich komme zum Ende, nämlich in der Begegnung mit Adolf Reinach sagt sie, es war ein Blick in eine ganz neue Welt, ein erster Blick. Edith Stein wird selber nach Auschwitz gebracht und im Zwischenlager Westerbork begegnen ihr einige Beamte und einer kommt ins Gespräch mit ihr und berichtet über die Begegnung mit der Klosterfrau Karmelitin Edith Stein. Und er sagt, ich wusste sofort, das ist ein wahrhaft großer Mensch. Bei einem Gespräch sagte sie, die Welt besteht aus Gegensätzen. Letzten Endes aber wird nichts bleiben von diesen Kontrasten, sagte sie. Die große Liebe allein wird bleiben. Und dann bemerkt der Beamte zusammenfassend, ein Gespräch mit ihr, das war eine Reise in eine andere Welt. Wir haben's. Edith Stein ist Christin geworden und Menschen, die ihr begegnen, wiederum in ganz leidvollen Situationen auf dem Weg nach Auschwitz, diese machen in der Begegnung mit ihr eine Reise in eine ganz andere, in eine ganz neue Welt. So wollen wir bedenken, dass Begegnungen mit uns für die Mitmenschen prägend sind, sein können, sein müssen. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass Simone Weil zur Christin geworden ist, diese jüdische Philosophin, durch einen Menschen, der ihr die Freundschaft angeboten hat. Und Simone Weil, die sehr viel nachgedacht hat über Beziehungen, sie sagt, eine Freundschaft, die nicht von Gottes Freundschaft beschenkt wird, wird zur Last für die Beteiligten. Ja, noch mehr, kurz formuliert, wer nicht in Gott verankert ist, wird tragischerweise zum Ausbeuter des Mitmenschen. Wer nicht selbst von Gott genährt wird, kann nicht anders als sich's von den anderen holen. Und erst wenn Gott die Mitte einer Freundschaft, einer Gemeinschaft ausmacht, dann werden die Menschen sich von Gott beschenkt zu Schenkenden machen. Wer sich von Gott beschenken lässt, wird zum Geschenk für die Mitwelt. Das wäre ein Weihnachtsthema und das wäre ein Weihnachtsgeschenk für die Mitwelt. Amen.